Ja, schönen guten Morgen. Ich darf Sie alle ganz herzlich zur Vortragssektion Wissenschaftsorganisation 2 begrüßen. Sie haben sozusagen ein ganz großartiges Service. Sie sind mitten in der Konferenz und kriegen noch immer einen Early Bird Bonus mit einem hochgradig spannenden Programm, das vor uns liegt. Wir werden jeweils Vorträge in einer Länge von 20 Minuten hören, wie Sie es eh schon gewohnt sind, auch vom gestrigen Tag. Im Anschluss haben Sie dann etwa 10 Minuten Zeit, auch selber Fragen an die Vortragenden zu richten. Ja, freue mich sehr auf eine hochkarätig besetzte und sehr breit aufgestellte Sektion und darf Ihnen gleich die erste Vortragende vorstellen. Katrin Möller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, hat dort 2008 das Historische Datenzentrum Sachsen-Anhalt zur Sammlung, Präsentation und Auswertung historischer Daten mit Schwerpunkt von zeitbezogenen und lebenslaufspezifischen Daten gegründet, dessen Leiterin sie auch ist. Ihre Fachbereiche sind Forschungsdatenmanagement, die Kuration von Daten sowie aus dem Fachbereich Sozialgeschichte bzw. Methoden der Geschichtswissenschaft und die Entwicklung von Forschungsdatenkulturen durch die Bildung von Anreizen. Und darum wird es auch heute in dem Vortrag dann sehr stark gehen. Sie ist seit 2014 Mitglied des Unterausschusses Digitale Geschichtswissenschaft, des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Und wird in ihrem Vortrag Ist kooperativ jetzt umsonst über die Ausweisung von Datenautorenschaft als neue Form wissenschaftlicher Reputation zur Förderung offener Forschungsdatenkulturen sprechen. Bitte schön. Gut, vielen Dank für die Einladung und ich kann verkünden, dass ich nahtlos an das anschließen möchte, was wir gestern Abend so wunderschön präsentiert bekommen haben. Es geht um die Zukunft der Digital Humanities und vor allen Dingen des Forschungsdatenmanagements und von daher kann ich vielleicht nicht so wunderschöne Dinge präsentieren wie gestern Abend, das ist konkurrenzlos und nicht zu toppen, aber ich möchte Sie dennoch auffordern, doch einfach mal die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wir haben das, was wir heute so intensiv diskutieren, bereits erreicht. Es gibt also ein Forschungsdatenmanagement, es gibt ähnlich wie heute Bibliotheken, dann sogenannte Forschungsdatenrepositorien mit ihren Katalogen und Sie haben dort, weil Sie kooperativ und solidarisch natürlich sind oder weil vielleicht auch irgendein Drittmittelgeber Sie ein bisschen dazu gedrängelt haben, tatsächlich den Mehraufwand sich unterworfen und Ihre Quellen oder Daten dort publiziert. Sie haben also sie bereinigt, mit allen notwendigen Metadaten versehen und schließlich unter einer bestimmten Lizenz in einem solchen Repositorium publiziert. Gerade in den Geisteswissenschaften ist dies natürlich kein kleiner Schritt, denn schließlich müssen Sie alle Grundlagen Ihres Forschens offenlegen und Sie müssen das, was Sie bisher in der Schublade behalten, zu einer Publikationsreife führen. Die Publikation wie ein Buch wird zu einem Produkt. Und dieser Schritt ist nicht nur deshalb wichtig, um Transparenz und Qualität zu sichern, sondern auch um den Nachnutzer ihrer Daten dann natürlich eine gewisse Sicherheit, was die Qualität betrifft, zu geben. Hier entsteht also ein sehr gewichtiger neuer Arbeitsschritt, der die Grundlagen der Forschung dann in ein Produkt umwandelt. Zugleich wird dieses Datenprodukt wie ein Buch verwendbar durch alle und vielleicht unter bestimmten Einschränkungen des Datenschutzes bzw. lizenzrechtlicher Verwertungsrechte für alle transparent. Den Lohn für diesen Mehraufwand gewinnen Sie über eine zweite Veröffentlichung. Andere Forscher können Ihre Daten nun herunterladen und damit arbeiten. Doch viele von Ihnen fragen sich, was passiert von jetzt ab eigentlich mit meinen Daten? Und jetzt wollen wir in die heutige Wirklichkeit zurückkehren. Sie können also die Augen wieder öffnen und ganz im Sinne der Tagung möchte ich die Frage aufwerfen, was müssen wir tun, damit sich diese Wünsche zukünftigen Forschens von kooperativen Teilen tatsächlich erfüllen? Und ich möchte die Frage stellen, was passiert denn heute eigentlich, wenn Sie Ihre Daten publizieren? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Sie haben Ihre Daten unter einer sogenannten CC BY-Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet also, Sie stellen Ihre Daten unter der Auflage der Namensnennung zur freien Nutzung zur Verfügung.
Was heißt Namensnennung hier in der heutigen wissenschaftlichen Praxis genau? Dies kann auf drei ganz verschiedene Wege passieren. Erstens, der Nutzer Ihrer Daten kann Sie natürlich zitieren. Zweitens, der Nutzer Ihrer Daten kontaktiert Sie und publiziert mit Ihnen gemeinsam als Co-Autor oder auch Autor auf Ihren Leistungen basierend neue Forschungsergebnisse. Und drittens, der Nutzer Ihrer Daten dankt Ihnen im Vorwort oder im Begleittext. Momentan gibt es das große Problem, dass Datenproduzenten keineswegs sehr zahlreich zu den Forschungsdatenrepositorien strömen, um ihre Daten einzuspeichern. Denn die Unsicherheit über das, was dann eigentlich folgt, ist bisher sehr groß. Daher müssen wir meines Erachtens die Anreize stärken und auch die Sicherheit in der Fachwissenschaft hier entwickeln, warum Forschungsdaten teilen eigentlich attraktiv ist. Daher müssen wir uns fragen, wie wir die Wirklichkeit auf dieses gewünschte Ziel hin weiterentwickeln. Und dazu möchte ich die drei Praktiken zitieren, Autorenschaft und Vorwort darauf analysieren, welche Vor- und Nachteile sie eigentlich für die Datengeber, also die eigentlichen Datenurheber und die Datennachnutzer bringen. Mir geht es dabei vor allen Dingen darum, die Effektivität und auch die Einfachheit, aber auch die wissenschaftliche Reputation dabei zu reflektieren. Denn wenn wir kooperative Nachnutzung ermöglichen wollten, sollten wir eben alle Bedürfnisse von Datenproduzenten, Datennachnutzern und natürlich auch der Institutionen, in denen die Daten dann langfristig eingespeichert werden, betrachten. Und letztendlich sollte sich natürlich im idealen Fall für alle drei eine Win-Win-Situation einstellen. Bei dieser Analyse möchte ich aber nicht stehen bleiben, sondern ich möchte Ihnen aus diesen Erkenntnissen einen Vorschlag zur separierten Ausweisung von Textautoren auf der einen Seite und allen anderen Beiträgern, die ich hier als Datenautoren benenne, auf der anderen Seite unterbreiten. Mit diesem Vorschlag möchte ich die Vorteile aller drei Praktiken, also das Zitieren, die Autorenschaft und die Nennung im Vorwort, nutzen, um uns dem Ziel der angestrebten Wunschvorstellung kooperativen Forschens ein Stück weit näher zu bringen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist Forschen natürlich nicht nur ein kooperativer Prozess, sondern auch ein Prozess der Konkurrenz, und von daher ist vor allen Dingen der Punkt der wissenschaftlichen Reputation natürlich wichtig. Schauen wir also als erstes auf das Zitat. Ist es also möglich, Daten zu zitieren? Das Grundprinzip des Zitats ist die Belegfunktion. Das Zitat ist nach dem Gesetz immer dann zugelassen, wenn es eigene Ideen und Gedanken unterstützt bzw. Ideen anderer aufgreift und in eigenen Text integriert. Ist dem Recht Genüge getan, dann verliert der Text auch ohne das Zitat nicht an Sinn. Das Urheberrecht regelte bis gestern, dass wissenschaftliche Forschung in kleinen Teilen eines Werkes, Werken geringen Umfangs bzw. einzelnen Beiträgen aus Zeitungen oder Zeitschriften für die wissenschaftliche Forschung ohne Kontakt mit dem Urheber und ohne separate Vergütung genutzt wurde. Nach einer Faustregel der Rechtspraxis, also von Urteilen etc., durfte ein Zitat maximal ein Drittel eines Textes umfassen. Das nun ab heute in Kraft tretende Urheberrechtswissen-Gesellschaftsgesetz möchte vielleicht noch umfänglicher die erst zu beschließende europäische Gesetzesinitiative über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt möchte solche Möglichkeiten stärken. Sie erlauben jetzt beispielsweise die Auswertung von Texten in Form von Textmining und die Benutzung von Teilen von Datenbanken oder auch ganzen Bildwerken in Form solcher Zitate. Vor allem aber wird es möglich, Daten und Texte für den Zweck der Forschung zu vervielfältigen und zu nutzen. Bei einer Veröffentlichung aber wird nach § 16 der Umfang auf 15% eines Werkes begrenzt. Ob dies nun ein Schritt nach vorn oder zurück ist und was das für die Nachnutzung von Daten im großen Umfang bedeutet, möchte ich als ausgewiesene Nichtjuristin gar nicht reflektieren, und nach mir kommt ja gleich die Vorstellung sozusagen der Bedeutung des neuen Urheberwissenschaftsgesetzes. Mir geht es eigentlich eher um die generellen rechtlichen Festlegungen zum Zitat allgemein und um die
davon zu abstrahierenden Vor- und Nachteile für die wissenschaftliche Reputation. Als erstes bietet das Zitat auf jeden Fall einen entscheidenden Vorteil. Es handelt sich dabei eben um einen durchgesetzten wissenschaftlichen Standard, den jeder kennt. Und er macht uns frei von der Last, einen komplizierten Kontakt zwischen Bereitstellern von Daten und Nachnutzern von Daten herzustellen. Das ist kein kleines Gut, denn es erleichtert die wissenschaftliche Praxis ungemein. Denn wie soll ich eigentlich die Datenproduzenten erreichen, wenn sie beispielsweise im Wissenschaftsbetrieb gar nicht mehr tätig sind? Aber dieses schöne System hat zwei Nachteile, die viele Forschende momentan davon abhalten, ihre Daten tatsächlich kooperativ zur Verfügung zu stellen. A, möchten eben Wissenschaftler nicht unbedingt einen finanziellen Nutzen oder auch Verwertungsrechte aus ihren Leistungen beziehen, die ja auch meistens mit Steuermitteln finanziert wurden. In der Hinsicht sind eigentlich viele sehr kooperativ eingestellt. Aber natürlich möchten sie wissenschaftliche Reputation aus ihren Forschungsdaten beziehen, denn das ist die eigentliche Währung des Forschens, könnte man sagen. Gerade in den Geisteswissenschaften sind die mit einer klaren Schöpfungshöhe nach dem Urheberrecht versehenen Daten fast so etwas wie ein Lebenswerk. Und solche Daten veröffentlicht man dann natürlich auch am liebsten am Ende einer Forschungsarbeit oder am Ende seines Lebens. Und das kann ich in meiner Praxis im Forschungsdatenzentrum auch sehen. Es kommen eben vor allen Dingen die Rentner, die dann ihr Lebenswerk sichern möchten. Das Problem ist nur für mich als Forschungsdatenzentrum, diese Daten sind dann sehr schwierig in die bestehenden Strukturen zu integrieren, weil sie meistens nicht den Standards folgen und letztendlich die geeigneten Formate zur Langzeitarchivierung besitzen. Es ist also ein sehr umfänglicher und schwieriger Prozess der Kuration, der hier dann nötig ist. Daher möchten wir heute vor allen Dingen die AG Datenzentren Anreize setzen, um solche Insellösungen zu vermeiden und Daten möglichst von Anfang an in gemeinsame digitale Infrastrukturen mit schnellen Veröffentlichungswegen zu stecken. Daher müssen wir die wissenschaftliche Reputation solcher kooperativen Leistungen stärken. Das ist aber in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften bisher eher weniger der Fall, weil eben gerade das Zitat keine wissenschaftliche Reputation im messbaren Sinne herstellt. Anders als es in den STM-Fächern, also Science, Technology und Medizin, sind Zitationsindexe nicht üblich und auch dort nicht unumstritten. Das zweite Problem ist eben auch der Umfang, in dem Daten nachgenutzt werden können. Wenn 15% die Grenze dessen darstellt, was bei der Veröffentlichung, bei der Nachnutzung in Form eines Zitats abgedeckt werden kann, dann gibt es hier natürlich deutliche Grenzen. Der umfänglichen Nutzung von Daten steht das im Wege. Blicken wir dabei deshalb auf die Variante 2, die Autorenschaft. In den STM-Fächern hat sich nämlich nicht das Zitat, sondern die Praxis der Autorenschaft etabliert. Jeder, der irgendeinen Beitrag zu einem Forschungsergebnis leistet, wird als Co-Autor genannt. Vorteil dieser Praxis ist natürlich eine Erhöhung der wissenschaftlichen Reputation für die einzelnen Forscherinnen und Forscher, weil sie eben entgegen des Zitierprinzips auch bei einer Nachnutzung von Daten zu Autoren des neuen entstehenden Forschungsergebnisses werden. Dies ist in allen wissenschaftlichen Disziplinen für die Leistungsbewertung förderlich und außerdem erhöht es die Bereitschaft, Daten tatsächlich zu teilen. Im Endeffekt dieser Entwicklung steht in den STM-Fächern allerdings auch ein Resultat, das mich an dieser Praxis wieder ein wenig zweifeln lässt. Und wenigstens, denke ich, müssten wir in den Geisteswissenschaften vielleicht nicht die Fehler der Naturwissenschaften, was die Autorenschaft betrifft, wiederholen. Denn aufgrund der Leistungsevaluation hat sich in den Naturwissenschaften quasi eine Explosion von Beiträgern zu einem Forschungsergebnis ergeben. Rekordhalter ist momentan ein 2015 publizierter kollaborativer Artikel aus der Physik, der stolze 5154 Autoren aufzählt. Wer nun eigentlich der Textautor und das konkrete neue Forschungsergebnis produziert hat, beziehungsweise wer nun genau welchen Anteil an dieser Leistung hat, ist aus solchen Beiträgen nicht mehr nachvollziehbar.
Die Age-Arbeitsgruppe Digitales Publizieren hat in ihrem Working Paper aus dem Jahre 2016 daher vorgeschlagen, bei Publikationen von kollaborativen Texten die einzelnen Rollen von Autoren klarer zu differenzieren und führt insgesamt 29 verschiedene Beitragsarten auf. Der Vorschlag geht meines Erachtens in die richtige Richtung, stellt für die eigentliche Publikation auch kein Problem dar. Für die Weiterverwendung bei der Nachnutzung und auch für die Abbildung in bibliothekarischen Nachweissystemen ist dieser Vorschlag aber reichlich komplex. Diese Schwäche haben meiner Meinung nach momentan viele etwas euphorisch, könnte man vielleicht sagen, entwickelte Standards, die im Praxistest einfach zu viel auf einmal wollen. Sie fordern möglichst alle Details sehr genau zu erfassen und sind aus diesen Gründen wenig effektiv und treiben so personelle, zeitliche und finanzielle Kosten unnötig in die Höhe. Halten wir die Vor- und Nachteile der Co-Autorenschaft fest. Als erstes haben wir eine funktionelle Unterscheidung, die eben in diesen Beiträgen der Co-Autorenschaft nicht immer oder nicht mehr Transparenz ist, wenn wir in die STM-Fächer gucken. Auf der anderen Seite haben wir in den Geisteswissenschaften hier eine Praxis der Monographien, das heißt Co-Autorenschaft findet heute noch gar nicht statt. Zweitens, die wissenschaftliche Reputation der Co-Autorenschaft ist zwar deutlich höher als beim Zitat, allerdings ist eben heute nicht mehr klar benennbar, wer eigentlich die Hauptautoren eines Textes sind und wer sozusagen andere Zuarbeiten geliefert haben. In den Geisteswissenschaften findet maximal eine Ausweisung von Autoren im Rahmen der Beigabe unter Mitwirkung von statt. Hier findet sich aber immerhin schon mal eine interessante funktionelle Unterscheidung der verschiedenen Rollen am Textbeitrag, die vielleicht ein bisschen einfacher ist. Und schließlich haben wir das Problem der Verantwortung und Rechte. Die Co-Autorenschaft produziert für alle Autoren gleich Rechte und Pflichten an der Publikation. Dies führt in der Praxis auch zu Problemen, denn im Endergebnis kann jemand, der zum Beispiel eine Software entwickelt hat oder Daten für ein Ergebnis produziert hat, mit dem Ergebnis, das dann herauskommt, gar nicht einverstanden sein. Da Beiträge mit 5000 Autoren gar nicht mehr im Einzelnen abgestimmt werden können, führt dies meist erst zu Unstimmigkeiten, wenn der Text längst publiziert ist und sich hier sozusagen Fehler erst in der Rezension oder in der späteren Praxis ergeben. Lassen Sie uns jetzt noch einen letzten, sehr kurzen Blick auf die dritte Form des Vorwortes werfen. Die Benennung im Vorwort bietet keinerlei nachweisbare Form für die wissenschaftliche Reputation, sondern gleicht eigentlich einer netten menschlichen Geste. Man könnte sie vielleicht auch als die höchste Ausdrucksform von kooperativen Verhaltens bezeichnen. Diese Form der Nachweisung bringt dem Datengeber einen entscheidenden Vorteil. Es bleibt nämlich intransparent, was genau er geleistet hat. Und quasi bleibt er damit anonym, weil er ja dann später in Zitationssystemen gar nicht genannt wird. Letztlich gibt es für diesen Typ der Nachweisung mittlerweile auch eine CC-Lizenz, nämlich CC0, die hier eine Weiterverarbeitung von Daten ohne jede Nennung und ohne jede Ansprüche sozusagen ermöglicht. Ob dies den Ansprüchen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlichen Arbeitens entspricht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Reputation folgt daraus jedenfalls nicht. Zusammenfassend lässt sich also die Schlussfolgerung ziehen, dass jedes System seine Vor- und Nachteile besitzt. Da ich es mir jetzt zum Ziel setze, möglichst viele wissenschaftlichen Datenproduzenten von einer kooperativen Teilung ihrer Daten zu überzeugen, möchte ich also möglichst viele Vorteile dieser drei Systeme in die Lizenzierung von Daten bündeln und so die kooperativen Anreize stärken. Gleichzeitig gilt es natürlich auch, die unterschiedlichen wissenschaftlichen Gepflogenheiten positiv auszugestalten. Welchen Weg schlage ich jetzt dafür vor? Erstens, zunächst kann ich festhalten, dass aus der Perspektive der wissenschaftlichen Reputation über alle Fächer hinweg die Nutzung des Prinzips der Co-Autorenschaft die beste Form für die wissenschaftliche Evaluation bietet. Zweitens, was wir uns vornehmen müssten, wäre zunächst eine funktionelle Trennung
der Text- und Ergebnisproduzenten vom Zulieferer, also etwa den Datenautor oder Programmierer beziehungsweise aller anderen Beteiligten zu einem Forschungsergebnis. Hier wird es vermutlich das Einfachste sein, einfach die Hauptautoren, also die, die ein Forschungsergebnis erzeugt haben und einen Text publizieren, von allen anderen Autoren zu differenzieren. Über diesen Weg kann ich dann schließlich auch die Ausdifferenzierung von Rechten und Pflichten vornehmen. Gesetzlich muss also klar geregelt werden, welche Rechte und welche Pflichten durch die Nachnutzung von Daten entstehen. Der Verzicht auf Nutzungsrechte in der Wissenschaft wird momentan über Lizenzen geregelt und ist relativ einfach festzustellen. Viel problematischer ist die Freistellung von Pflichten und Verantwortlichkeiten. Denn genau diese Verantwortlichkeit für einen Text macht die Kontaktaufnahme zwischen Textautor und Beiträger notwendig. Der Vorteil des Zitierens ist aber ja gerade die Kontaktlosigkeit und die Einfachheit. Es muss also klar geregelt werden, nur der Textautor trägt eine Verantwortung für den Inhalt eines Textes, während alle anderen Beiträger dies genau wie beim Zitat nicht tun. Sie haben zwar ein Ergebnis am Beitrag geleistet, zum Beispiel Software programmiert oder Daten geliefert, können aber für das Endergebnis, das durch die Nachnutzung ihrer Daten entsteht, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Im Ergebnis hätten wir also ein differenziertes, aber sehr einfaches Rollenmodell, wie es heute etwa auch bei der Entstehung von Sammelbänden gibt, wo zum Beispiel zwischen Herausgebern und Autoren einzelner Beiträge unterschieden wird. Wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Dafür möchte ich noch ganz kurz ein Beispiel präsentieren. Und ich nehme mal eine fiktive Autorin, die ich Maria Musterfrau genannt habe und die zum Thema der Berufsverläufe und Karrieren von Reformierten in der Stadt Halle im 18. Jahrhundert forschen möchte. Durch Recherchen in einem Forschungsdatenrepositorium konnte sie ermitteln, dass beispielsweise Tauf-, Heirats- und Geburtsregister einer reformierten Gemeinde bereits vollständig als Daten vorliegen, die mit einer CC BY-Lizenz, also einer freien Lizenz unter Auflage der Namensnennung, von Dora Datenreich publiziert wurde. Sie muss also vom Wunsch einer Namensnennung ausgehen, denn ansonsten hätte Dora Datenreich die Lizenz CC0 gewählt, weil sie anonym bleiben möchte. Dies hat etwa Gustav Geistvoll getan, dessen Biografie sie ebenfalls nutzt, also Maria Mustermann, den sie aber nicht als Autor benennen braucht, weil der Autor mit seiner Lizenz darauf verzichtet hat. Maria Musterfrau verwendet die Daten von unserer ersten Autorin Dora Datenreich für die Publikation in großen Teilen, ergänzt sie durch zahlreiche eigene Informationen und schreibt jetzt eine Publikation zum Thema. In diesem Falle würde jetzt das von mir vorgeschlagene Prinzip der getrennten Ausweisung von Textautor, also Maria Musterfrau, und Datenautor Dora Datenreich greifen. In der neuen Publikation würde Maria Musterfrau als die eigentliche Hauptautorin benannt, während Dora Datenreich als Beiträgerin auftaucht. Maria Musterfrau hat aufgrund der Lizenzen alle Verwertungsrechte an dieser Publikation und auch die vollen Pflichten. Dora Datenreich erscheint daher abgesetzt und vielleicht eben ähnlich wie das heutige unter Mitwirkung von als Datenautorin. Möglich wird dies nur, weil diese Daten in öffentlichen Repositorien mit klaren Lizenzen und natürlich auch unter klaren Qualitätsmaßstäben veröffentlicht wurden. Da in einem solchen System einzelne Forscherinnen über ID-Systeme persistent nachgewiesen werden, können diese etwa über OrgID dann auch später erfahren, dass sie überhaupt Autoren eines neuen Textes geworden sind. Sie kann, also Dora Datenreich, dann schließlich diese Leistung ihrer wissenschaftlichen Bibliografie hinzufügen, trägt aber an der direkten Produktion des neuen Forschungsergebnisses durch die Nachnutzung ihrer Daten keine Verantwortung. Neben dieser Möglichkeit bleibt es natürlich auch immer möglich, Daten einfach zu zitieren, etwa wenn über Textmining oder eben auch die kleinere Nutzung von Daten diese gar nicht umfänglich benutzt wurden, sondern im Sinne des heutigen Zitats Weiterverwendung fanden.
Letztlich verbinden wir mit dieser Form der differenzierten Ausweisung von Text- und Datenautoren die Festlegung funktionaler Prinzipien von Verantwortlichkeit und Rechten, die Vorteile des Zitierprinzips mit den Vorteilen der Autorenschaft. Durch die Lizenzierungsmodelle in den Forschungsdatenrepositorien könnten Daten auf diese Weise frei nachgenutzt werden, ohne dass Datengeber und Nehmer direkt in Kontakt treten müssten. Gleichzeitig ist ein differenzierter Ausweis des jeweiligen Beitrags von Datengebern und Nehmern möglich und die Verantwortlichkeiten werden hier strikt getrennt. Überdies wird eben der Datengeber in einer adäquaten Form gewürdigt, denn in allen Forschungsdisziplinen stellt eben die Autorenschaft wissenschaftliche Reputation her. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein Vorschlag unterbreiten, der ein bisschen klarer vielleicht auch gemacht hat, wie die Zukunft wissenschaftlichen Datenteilens aussehen könnte und bin gespannt auf Ihre Reaktion und die Diskussion. Dankeschön. Ja, danke schön für den ersten Beitrag. Wir haben, sagen wir mal so, für 2, 3 Fragen Zeit. Wer jawohl. Stelle anbringen sollten, oder? Da haben Sie recht, das ist dann nicht mehr transparent, was da genutzt wird. Aber es gibt eben viele Autoren, die sagen, ich möchte gar nicht, dass meine Daten sozusagen öffentlich nachgenutzt werden. Und das ist sozusagen ein Bedürfnis, was viele Autoren entwickeln. Ob das eine in der Wissenschaftspraxis richtige Regel ist, darüber muss man diskutieren, das finde ich auch. Aber diese Lizenz CC0 ist genau aus diesen Bedürfnissen heraus entstanden. Ist ein Punkt, den ich auch für die wissenschaftliche Praxis schwierig finde, weil ein Zitat natürlich hier zumindest auf die Daten reflektiert werden kann. Aber Daten können natürlich auch ohne einen Urheber geschaffen werden, also ohne dass der Urheber genannt wird. Ja, danke. Ich möchte auch bei dieser Grafik bleiben. Habe ich das richtig verstanden, dass DORA-Datenreich Autorenschaft, eine Teilautorenschaft, Datenautorenschaft erwirbt an der Publikation von Maria Musterfrau? Genau. Das hieße aber, dass sie auch in die Metadaten, also in die bibliografischen Angaben des Werkes von Maria Musterfrau hineingeschrieben werden muss. Genau. Das heißt aber, ein ziemlich umfängliches Werk an den Metadaten aller bibliografischen Institutionen, an der Infrastruktur. Nein, also es ist in dem bibliografischen System ist genau das eigentlich vorgesehen. Also wir haben heute eben auch schon Autorenschaften, die abgesetzt sind von den eigentlichen Hauptautoren. Mhm. Das ist ein System, was eigentlich längst integriert ist in den bibliografischen Metadaten. Die Frage ist, wie es genutzt wird. Also es gibt eben Wissenschaftsbereiche, da wird das sehr intensiv genutzt. Es gibt Wissenschaftsbereiche wie in den Geisteswissenschaften, da wird das bisher eher wenig genutzt. Und das ist eben das Problem eigentlich der Kultur in den Geisteswissenschaften, dass diese Praxis zur Co-Autorenschaft noch gar nicht Prinzip immer unbedingt ist, sondern die Leute eigentlich verschwinden. Das ist ja das Problem, was eben schon angesprochen wurde. Die Sachen werden meistens noch nicht mal zitiert. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Viele Nachnutzer von Daten sagen aber, naja, das ist eben ein anderer Beitrag. Was wir schaffen müssen, ist irgendwie voneinander zu trennen. Was sind die Textautoren und was sind die Datenautoren? Und die werden dann eben separat ausgewiesen, aber auch in den Metadaten zu einer Publikation. Weil ansonsten stelle ich keine wissenschaftliche Reputation her. Also
In den Naturwissenschaften wird es eben dadurch gelöst, dass alle gleichermaßen Autoren sind. Das wäre die Alternative sozusagen dazu. Einen entscheidenden Unterschied auch für das Ergebnis machen. Insofern tragen wir als Programmierer, als Softwareentwickler, als Research Software Engineers, die wir uns in einer AG in der DHD zusammengetan haben, natürlich eine Verantwortung auch für das Forschungsergebnis und müssen deshalb auch entsprechend auftauchen, im besten Fall in der Co-Autorenschaft, im schlimmsten Fall nur als Zitat. Also ist natürlich ein entscheidender Hinweis. Das Problem ist, was ist die Alternative dazu? Also dann existiert eben die Autorenschaft sozusagen als das Prinzip, das durchgesetzt werden muss. Das muss dann aber auch in den Lizenzen klar geregelt werden. Und das ist eben heute nicht der Fall. Es ist nicht klar, was bedeutet eigentlich Namensnennung in diesen Lizenzen. Und dann müssten wir sozusagen den Prozess einfach weiter vorantreiben, wie genau ist die wissenschaftliche Praxis der Namensnennung. Und ich freue mich immer über die rege Diskussion zu diesem Thema, weil wir haben das einfach noch nicht umfänglich diskutiert. Und von daher gehört es eben zu diesen neuen Wissenschaftskulturen, einfach alle Probleme zusammenzutragen und daraus eine Lösung zu schnitzen. Ja, herzlichen Dank noch einmal für den ersten Vortrag. So, wir kommen zum zweiten Vortrag und damit haben wir unter anderem einen Lokalmatador sozusagen hier. Andreas Witt ist seit 2017 nämlich Professor für die agentsprachliche Informationsverarbeitung hier an der Universität Köln. Außerdem ist er Honorarprofessor an der Universität Heidelberg für die Agent Computer Linguistik und seit 2009 am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim für die Programmbereichsleitung Forschungsinfrastrukturen verantwortlich. Seit mehr als 10 Jahren ist er außerdem in Clarin involviert, daraus sicher vielen bekannt, und zeichnet für das Clarin-D Arbeitspaket zu juristischen Aspekten beim Umgang mit Sprachressourcen verantwortlich. Pavel Kamotzki vereint sozusagen das Beste zweier Welten in seiner Person. Er hat einerseits einen Doktor der Rechtswissenschaften und andererseits einen Master in Sprachwissenschaft, verbindet also beide Aspekte hier in seiner Arbeit auch. Ist seit 2012 am Institut für Deutsche Sprache der Universität Mannheim tätig und arbeitet derzeit außerdem in Paris für die Evaluations and Language Resources Distribution Agency, ELDA. Er ist ebenfalls Mitglied im Clarin Legal Issues Committee und hat in dieser Funktion auch schon zahlreiche für uns alle sehr hilfreiche Texte verfasst, die Ihnen hoffentlich zum Teil bekannt sind und sonst bald bekannt sein sollten. In Ihrem Vortrag werden Sie uns jetzt über die Spezifika des just heute übrigens in Kraft tretenden Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft für die Digital Humanities erläutern. Bitte schön. Herzlichen Dank, Walter. Ich denke, das funktioniert hier. Dann nehme ich das weiter. Ne? Gut. Ja, wir sind nicht die einzigen Autoren. Eric Hetzen, der auch in klaren Kontext mit tätig ist, und Julia Wildgans.
Eric Hudson ist in London und Julia Wildkrantz ist in Mannheim, sind Co-Autoren und wir sprechen über das Gesetz, das tatsächlich just heute in Kraft getreten ist, was in gewisser Weise Zufall ist, dass wir heute den Vortrag haben. Wie möglicherweise sich einige erinnern, haben wir im Sommer einen DHD-Blogbeitrag verfasst, in dem wir darauf hingewiesen haben, dass der Bundestag am 30. Juni 2017 als sozusagen eine der letzten Amtshandlungen des letzten gewählten Bundestages, der auch noch mit einer Regierung versehen war, einen Gesetzentwurf verabschiedet hat zur Änderung des Urheberrechts unter anderem, und das hat einen etwas sperrigen Titel, das Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz, das dann auch noch vom Bundesrat verabschiedet wurde und das heute in Kraft treten soll. Und dieses Gesetz ist heute in Kraft getreten. Eine Besonderheit dieses Gesetzes ist, dass dieses Gesetz einen temporären Status hat. Es gilt für 5 Jahre und im Koalitionsvertrag, der ja gestern auch kurz in dem Beitrag von Heike Zinsmeister in dem Fight Club erwähnt wurde, ist auch explizit diese Re-Evaluierung dieses Urheberwissensgesetzes erwähnt. Dafür gibt es mehrere Gründe, warum das evaluiert werden soll. Sicherlich ist das einer der Bereiche, der ein ganz großes Problem, ein ganz großes, sagen wir einerseits gesellschaftliches, aber auch kommerzielles Interesse betrifft, weil er, wie manche andere Gesetze, auf einen Grundrechtskonflikt hinweist. Im Grundgesetz wird im Artikel 5, nämlich die Freiheit der Wissenschaft, unter anderem, definiert. Im Artikel 5 wird übrigens auch die Freiheit des gesprochenen Wortes, dass keine Zensur stattfindet, erwähnt. Und das ist ein Grundrecht, das allen Personen zusteht, allerdings das konfligiert mit anderen Problemen. Also Paragraph 1 beispielsweise, die Freiheit des Wortes, konfligiert manchmal mit persönlichkeitsrechtlichen Aspekten und die Freiheit der Wissenschaft konfligiert in gewisser Weise, zumindest in unserem Bereich, mit dem ebenfalls im Grundgesetz verankerten Recht auf Eigentum, das in Paragraph 14 spezifiziert ist. Und jetzt einfach zu sagen, 5 kommt vor 5, vor 14, funktioniert nicht, ne? Also die haben gleiche Bedeutung. Das Urheberrecht ist im Kontext, also das Urheberrecht ist in gewisser Weise ein Recht, das die Digital Humanities in besonderer Art und Weise betreffen, denn unsere Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften sind in den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen von diesem Recht betroffen. Es gibt auch noch ein weiteres Recht, das häufig vernachlässigt wird, nämlich das sui generis Recht für Datenbanken, in dem spezifiziert ist aufgrund einer europäischen Direktive, die in allen Ländern umgesetzt worden ist, dass Datenbanken, das Wissen, das Texte, das Informationen, die in Datenbanken gespeichert sind, sui generis, also einfach nur, weil sie in der Datenbank drinstehen, geschützt sind. Und was ist eine Datenbank? Das ist so weit definiert, dass praktisch jede Veröffentlichung, die Sie übers Internet herunterladen, letztlich aus einer Datenbank stammen kann. Der wichtige Punkt ist, das muss eine signifikante Investition bei der Erstellung dieser Daten vorhanden gewesen sein. Und diese signifikante Investition ist praktisch immer vorhanden, wenn Sie Daten aufbereiten, um sie ins Netz zu stellen. Gut, also das sind die beiden Rechte. Das Urheberrecht ist allerdings das, was im Zentrum des Urheberwissensgesellschaftsgesetzes steht. Und die alte Situation, die zu überarbeiten, zu überprüfen war, bestand darin, dass ein urheberrechtlich geschütztes Werk ausschließlich in den Händen des Urhebers, der Urheberin liegt, inwieweit das verwertet werden darf. Es können natürlich Lizenzen gegeben werden, das ist ja auch das Wesen der Verwertung. Es soll also sozusagen das Eigentum, nämlich das geistige Eigentum der Urheberin schützen und die Nutzung dieser Werke wird durch in gewisser Weise
Lizenzen ermöglicht. Das einfachste ist eine Publikationslizenz, für das die Autoren dann beispielsweise eine Vergütung bekommen. Es gibt allerdings Ausnahmen, darauf ist ja vorhin auch schon hingewiesen worden. Es gibt also Schranken für die Forschung und in diese Schranken für die Forschung betreffende beispielsweise die Nutzung, die relativ, also in Forschungs- und Lehrkontexten. Das heißt, es können Ausnahmen definiert werden und diese Ausnahmen sind allerdings durch Verträge überschreibbar. In dem Urhebergesetz, wie es bis gestern in Deutschland gilt und wenn sich nichts an der Rechtslage ändern sollte, in 5 Jahren wieder gilt, wurde das so definiert, dass kleinere Teile eines Werkes bis maximal 25%, aber nach der Rechtsprechung maximal 100 Seiten, also das steht natürlich nicht in dem Gesetz drin, in der Seitenzahl, aber nach der Rechtsprechung ist es eben so, verwertet werden dürfen, genutzt werden können für Forschungs- und Lehrzwecke. Das heißt, für die nicht kommerzielle Forschung in beispielsweise passwortgeschützten Umgebungen können diese Informationen, diese Auszüge aus urheberrechtlich geschützten Werken vergeben werden, freigestellt werden, wobei auch hier eine angemessene Vergütung erfolgen muss. Und diese angemessene Vergütung wird beispielsweise durch Verhandlungen zwischen Bibliotheken, insbesondere auch Universitätsbibliotheken und Verwertungsorganisationen wie beispielsweise der VG Wort umgesetzt. Es gibt sozusagen einen Rahmenvertrag und in diesem Rahmenvertrag, der jetzt momentan gilt, werden für die Nutzung in universitären Kontexten 0,8 Cent pro Seite und pro Nutzer vergütet. Das klingt erstmal wenig, allerdings summiert sich das natürlich. Das nun heute in Kraft getretene Urheberwissensgesellschaftsgesetz betrifft übrigens mehrere Gesetze, nicht nur das Urhebergesetz, sondern es betrifft auch das Patentgesetz, das Bibliotheksgesetz und so weiter. Aber hier im Zentrum steht die Angleichung des Urhebergesetzes. Es hat eine gewisse Geschichte, also vor mehr als einem Jahr gab es einen Referentenentwurf, dann gab es eine ganze Reihe von Diskussionen, also diejenigen von Ihnen, die das letzte Jahr ein bisschen aufmerksam diese Szene verfolgt haben, haben da eine ganze Reihe an, zum Beispiel recht kontrovers geführten Diskussionen erlebt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass das Eigentumsrecht betroffen ist und dass viele, insbesondere Verlage, auch in gewisser Weise Sorgen hatten, dass die Geschäftsmodelle, auf denen ihre Arbeit basiert, signifikant gefährdet werden würde. Also insbesondere Universitätsverlage, die im Wesentlichen Publikationen für den akademischen Kontext betroffen haben, haben sich vielleicht nicht ganz zu Unrecht auch ein bisschen Sorgen gemacht. Das ist natürlich immer so eine Sache, auf welche Seite man sich da schlägt. Aber ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass diese Verlage diese Sorgen hatten, sozusagen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gab dann trotzdem einen Regierungsentwurf, es gab eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, es gab dann diesen Gesetzesbeschluss des Bundestags, auf den ich vorhin schon verwiesen habe, und dann wurde es irgendwann nach der Bundesratszustimmung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und das Verfallsdatum, das ist sicherlich ungewöhnlich für ein Gesetz, ist in das Gesetz mit reingeschrieben. Die wesentlichen Punkte, die uns betreffen, sind die Paragraphen zur Änderung des Paragraphen 52a des Urheberrechtsgesetzes und insbesondere die Dinge, die die Schranken des Urheberrechts betreffen. Und die sind in dem Urheberwissensgesellschaftsgesetz definiert. Also das betrifft die Paragraphen 60a bis h. Und zu den einzelnen Punkten werde ich kurz etwas sagen. Ich will aber auch versuchen, dass wir ein bisschen Zeit für Fragen haben, die sich vielleicht hier auch an den Anschluss stellen. Der Paragraph 60a des Urhebergesetzes betrifft die Schranken für nicht kommerzielle Forschung. Man kann bis zu 15% eines Werks öffentlich zugänglich machen, für einen begrenzten Kreis von Personen. Aber für die wissenschaftliche
Forschung können bis zu 75% eines Werkes verwendet werden. Werke in geringem Umfang oder auch sogenannte verwaiste Werke, also Werke, bei denen die Autoren nicht mehr bekannt oder nicht mehr auffindbar sind, können vollständig genutzt werden. Insbesondere der Abschnitt Paragraph 60d ist für diejenigen, die sowas wie Authorship Attribution machen, die Computerlinguistik betreiben, von einer besonderen Bedeutung, denn erstmals ist auch das Text- und Data-Mining, das in der heutigen Zeit im Wesentlichen durch die Nutzung von sehr großen Datenmengen ermöglicht wird, gesetzlich geregelt. Werden versucht, eine Vielzahl von Texten automatisiert auszuwerten. Und der Paragraph 60d, also dieses ganze Gesetz, betrifft allerdings nur die nicht kommerzielle Forschung, also auch die Punkte, dass es vielleicht auch Firmeninteresse haben, ihre Sprachverarbeitungssysteme verbessern zu wollen und dafür Daten nutzen, wird durch dieses Gesetz überhaupt nicht berührt. Aber für die Forschung, in denen ja die meisten von uns tätig sind, ist das erstmal ein gutes Zwischenergebnis. Wir dürfen das Ursprungsmaterial vervielfältigen, um Corpora zu erstellen. Das Korpus muss einem bestimmten abgegrenzten Kreis von Personen zur Verfügung gestellt sein. Also diese Abgrenzung von Personen ist nach wie vor wichtig. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sicherstellen muss, dass es eben für nicht kommerzielle Zwecke genutzt wird. Ein gewisses Problem stellt dar, dass diese Corpora nach Abschluss der Forschungen entweder gelöscht werden müssen oder an Archive übergeben werden müssen. Also sie können sozusagen nicht ad infinitum verwendet werden. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wann ist die Forschung fertig, also wann ist das abgeschlossen. Es gibt andere interessante Bestimmungen. Paragraph 60g des Urhebergesetzes besagt, dass diese Ausnahmen nicht mehr durch Verträge überschreibbar sind. Also es kann sozusagen nicht mehr, die Verwerter können nicht mehr sagen, ich erlaube dieses und jenes nicht in der Nutzungsvereinbarung. Das funktioniert nicht mehr, das war bisher der Fall. Und das Paragraph 60h ist wahrscheinlich das, was uns in gewisser Weise die meiste Unsicherheit gibt, nämlich es ist weiterhin von einer angemessenen Vergütung geredet. Das heißt, es ist notwendig, die Urheber bzw. die Inhaberinnen und Inhaber des Urheberrechts angemessen zu vergüten. Und natürlich ist das Angemessene hier nicht genau definiert. Das Prozedere ist etwas klarer als bisher. Also bisher musste man immer sehr detailliert in gewisser Weise werkbezogen Verhandlungen aufnehmen. Jetzt hat man die Möglichkeit, das pauschal durchzuführen, also sozusagen, ich möchte in irgendeiner Art und Weise das pauschal vergüten, aber es ist absolut nicht klar, was eine angemessene Vergütung ist. Die bisherige Preisspanne, in der ja auch von angemessener Vergütung gesprochen wurde, lag von den 0,8 Cent pro Seite bis hin zu 120% des Nettopreises eines Buches, das für Bibliotheken zum Teil galt. Was mich besonders interessieren würde, und vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, wahrscheinlich wird darüber auch noch mal gesprochen, ob vielleicht die angemessene Vergütung für das Text- und Data-Mining einfach 0 Euro ist, weil das Buch ja nicht in der ursprünglich verwendeten Wertform konsumiert wird. Also man liest dieses Buch nicht mehr auf den Inhalt, sondern man möchte beispielsweise ein Sprachmodell aufbauen. Das wird wahrscheinlich ganz einfach sein, das durchzusetzen, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass die Datenmengen extrem groß sind, die für das Text- und Data-Mining verwendet werden. Im Institut für Deutsche Sprache, in dem Bereich Korpuslinguistik, Marco Pietz sitzt hier im Auditorium, ist die Datenmenge, die in den Corpora ist, aber mittlerweile ungefähr 45 Milliarden Wörter. Also selbst ein minimaler Betrag für die Vergütung würde zu erheblichen Kosten kommen, die es eigentlich nicht rechtfertigen würde, zum Beispiel große Sprachmodelle aufzubauen, die genutzt werden könnten.
Es ist in dem Beitrag aus Halle gerade auch schon erwähnt worden, dass es auch eine europäische Richtlinie gibt. Ja, in gewisser Weise steht dieses Urheberwissensgesellschaftsgesetz auch im Zusammenhang damit, also es ist eigentlich bewusst, dem Gesetzgeber bewusst gewesen, dass da etwas kommen wird, und vielleicht kann man sagen, das ist in gewisser Weise vorgreifend auf eine zu erwartende Gesetzesänderung auf der europäischen Ebene umgesetzt worden, was natürlich nicht ganz stimmt, weil in dieser europäischen Gesetzesänderung bestimmte weitere Dinge noch erwartet werden. Also im September 2016 wurde ein Vorschlag für eine neue Richtlinie umgesetzt, und diese neue Richtlinie regelt das Urheberrecht neu für den sogenannten digitalen Binnenmarkt. Diese neue Richtlinie setzt Schranken, Regelungen in Kraft, die sowohl für Forschungseinrichtungen gelten, allerdings auch für die kommerzielle Nutzung. Also auf der EU-Ebene, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Wirtschaftsunion nach wie vor, wird mit Sorge, vielleicht auch mit zu Recht mit Sorge betrachtet, dass in anderen Rechtsräumen sich über diese Fragen nicht so viele Gedanken gemacht wird. Also die großen Datensammler, die im Wesentlichen in den USA und da wiederum im Wesentlichen in Kalifornien und im Staat Washington zu Hause sind, sammeln relativ viel und machen damit eine ganze Menge. Und man hat gestern vielleicht auch gesehen bei der maschinellen Übersetzung, auch wenn das nicht perfekt ist, aber die Ergebnisse sind schon nicht schlecht. Und die sind deshalb nicht schlecht, weil wirklich sehr, sehr große Datenmengen mit einbezogen werden. Und wenn das im europäischen Raum nicht gemacht werden darf, aufgrund zum Beispiel des Urheberrechts, aufgrund der Einschränkung des Data und Text Minings, wird man wahrscheinlich auch wirtschaftlich irgendwie den Anschluss verlieren. Von daher sind diese Sachen auch hier definiert. Wie genau das aussehen wird, das weiß man nicht, denn das ist natürlich auch auf der europäischen Ebene extrem umstritten. Und vor allen Dingen dauert es auch ein bisschen. Also diese Richtlinie, die danach im Zeitraum von mehreren Jahren in den einzelnen Mitgliedstaaten in Recht gegossen werden muss, wird für dieses Jahr erwartet. Und selbst wenn es dieses Jahr kommt, wird es dann noch einige Jahre dauern, bis es in den einzelnen Ländern umgesetzt ist. Von daher ist es eine sehr gute Situation, dass hier an der Stelle Deutschland diese Sache etwas früher aufgegriffen hat, auch wenn es noch einige Unklarheiten, einige Interpretationsspielräume und auch die sozusagen Ausschließung der kommerziellen Forschung mit erwähnt werden muss. Aber nichtsdestotrotz sind wir eigentlich in einer relativ schönen Situation, weil, wie gesagt, heute dieses Gesetz in Kraft getreten ist. Wir stehen für Fragen zur Verfügung, und diese Fragen werden, also mein Kollege Pavel Kamonski spricht eigentlich auch relativ gut Deutsch. Er versteht auf jeden Fall sehr gut Deutsch. Er würde allerdings trotzdem in Englisch antworten, ne? Und ich würde natürlich auch auf Deutsch antworten. Danke sehr. Ja, herzlichen Dank. So, ich bitte um klare Handzeichen sozusagen. Was gibt es denn für Fragen? Wir haben wieder so Zeit für 3 Fragen mal auf alle Fälle. Bitte. Eine typische Laienfrage als grenzüberschreitend tätiger Wissenschaftler. Wie wird denn so ein deutsches Recht auf die aktuelle Wissenschaftspraxis angewandt, wenn ich einfach internationale Partner habe? Können Sie da was zur Systematik sagen? Mikrofon? Thank you for the question. As far as I understood, it's about the applicability of German law in international context, in international cooperation as well. Well, the principle is actually quite simple. As long as you are on the German territory, you are applying German copyright law. So as long as you are doing your research in Köln or whenever, wherever in Germany, your acts are covered by these exceptions that we have just discussed. If partners are somewhere else, unfortunately, then partners will have to respect the copyright law. Then sharing of the results is somewhat problematic. But then as long as it's a European cooperation, then you know, European in the EU member states, copyright laws are
more similar than different, so you can find some common ground always. But then, indeed, cooperation with Asian countries, or for instance, the United States, might be somewhat problematic. But then the solution would be just to give all the tasks that are somewhat copyright sensitive to the country where the copyright law is the most liberal. Kind of. Aber die Frage ging wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung, wie es mit deutsch-österreichischen Kooperationen beispielsweise ist. Ja, also man muss sozusagen beiden Gesetzesräumen Genüge tun, wenn die Sachen veröffentlicht werden. Aber die Forschung, die in Deutschland gemacht wird, entspricht dem deutschen Recht, muss dem deutschen Recht entsprechen und die österreichische dann den entsprechenden Österreichischen. Ja, vielen Dank. Eine kurze Frage nach dieser 75%-Regelung. Worauf bezieht sich das genau? Also was für eine Nutzung, also wie darf ich das Werk 75%ig nutzen? Für die eigene Forschung, vielleicht möchtest du das, die 75%? Also für die eigene Forschung, also wenn sie nicht veröffentlicht wird, kann man sozusagen 75% des Werkes für das Text- und Data-Mining verwenden und ja. Auch digitalisieren, in meine eigene digitale Bibliothek einstellen? Genau, in die eigene, also die dann für niemand anders zugänglich ist, ja. Ja, ist trotzdem schwierig, ne? Nur 75%. Ja, ich habe es nicht geschrieben. Ja, vielen Dank, Andreas, für diesen interessanten Vortrag zu dem wichtigen Thema. Also für die Linguistik ist ja tatsächlich Text- und Data-Mining ein absolut wichtiger Punkt. Und du hast ja auch zu Recht hervorgehoben, dass das tatsächlich ein echter Durchbruch ist, man kann sagen, eine Korpus-Linguistik-Schranke, die damit erstmals ins Gesetz aufgenommen worden ist. Allerdings werden sich die Verlage und die Rechteinhaber noch nicht geschlagen geben in der jetzigen Situation, denn in diesem Bereich haben wir ja noch überhaupt gar keine Rechtsprechung. Ja. Das heißt also, und da würde ich auch gerne deine und auch von Herrn Kamotzki die Einschätzung in Erfahrung bringen, was heißt das zum Beispiel für das EDS? Darf Marc Kupiec für das DERECO dort nun einfach, sagen wir mal, aus dem Web heraus sämtliche dort offen zugänglichen Texte aus Internetportalen und so weiter abgreifen, sofern sie nicht direkt öffentlich zugänglich gemacht werden, sondern meinetwegen passwortgeschützt für die linguistische Community. Mhm. Wenn das so wäre, dann wäre das in der Tat natürlich ein großer Fortschritt. Allerdings gibt es ja auch noch diese Einschränkung, dass es auf ein Projekt bezogen sein soll, wenn das Projekt abgeschlossen ist, das in ein Archiv übergeben werden muss. Wie kann man da konkret zum Beispiel im Kontext des IDS mit umgehen, um weiter die Corpora dort gedeihlich aufzubauen? Ja. Ja, das ist natürlich eine extrem kritische Frage, weil wir da in einer Situation sind, die wir wirklich nicht ganz abschätzen können. Für die Corpora, die im IDS sind, gibt es erstmal Verträge, die schon geschlossen worden sind, Lizenzverträge. Und das ist jetzt die allgemeinere Antwort, die gelten weiterhin. Die werden sozusagen nicht geändert mit dem heutigen Tag wegen des neuen Gesetzes. Also das, was vertraglich bisher vereinbart wurde, gilt weiterhin. Dann muss man diese Verträge noch lesen. Und wenn dort die Text- und Data Mining in gewisser Weise implizit erlaubt wäre, dann wäre das möglich. Das ist aber eben in dem Sinne nicht explizit beschrieben. Dann würde ich denken, dass man das vermutlich mit den alten Daten nicht unbedingt machen darf. Wenn man jetzt die anfangen würde zu sagen, jetzt sammle ich ab heute die Daten und ich mache das ohne die Verträge, dann kommt dieses Problem mit der angemessenen Vergütung rein. Und übrigens, die Datenbankrichtlinie, über die ich jetzt nichts gesagt habe, gilt natürlich auch. Also wenn ich diese Daten harveste im großen Stil vom Netz und dann meine Sprachmodelle aufbaue, dann würde ich habe den Vorteil, ich bin kein Jurist, ich mache das, sagt es einfach, aber das ist keine Empfehlung und mein Kollege würde wahrscheinlich sowieso diese Empfehlung nicht geben, denn er ist Jurist. Und dann würde ich sagen, ich würde es einfach auf der Basis dieses Gesetzes machen und ich würde gucken, was passiert, wer uns sozusagen, wer wirklich die Stirn besitzen würde, uns zu verklagen, weil wir diese Datenmodelle aufbauen. Wenn wir diese Datenmodelle nur intern nutzen, dann sähe ich uns eigentlich abgedeckt. Problematisch wird es dann, wenn die Ergebnisse des Text- und Data Mining in einer gewissen Weise veröffentlicht werden. Also es wird spannend werden, es wird sicher, also ich möchte nicht unbedingt
Teil einer solchen rechtlichen Auseinandersetzung sein, aber ich würde sehen, wie so eine rechtliche Auseinandersetzung verläuft. Also vielleicht könnte irgendjemand von... Wäre vielleicht eine Aufgabe des Verbandes, ne? kann man ja mal einbringen. Gut, ich muss leider abbrechen, weil wir noch einen dritten Vortrag uns natürlich anhören wollen. Ich bin aber sicher, dass die Kollegen natürlich dann in der... Wir haben kein Poster-Slam, also wir nehmen nicht am Poster-Slam teil, deshalb nutze ich die Gelegenheit, dass wir darauf hinweisen, dass wir auch ein Poster haben werden, in dem auf diese Sachen noch verwiesen wird, und wir stehen dann heute auch bei den Poster-Präsentationen. Da kann man gegebenenfalls noch die eine oder andere Frage stellen, die allerdings... Was man sich nicht erwarten kann, das dürfen wir nicht und wir würden es auch nicht machen, ist eine rechtliche Beratung im strengen Sinne, aber wir können die Rechtslage und unsere Interpretation dieser Rechtslage erläutern. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Diese Fragen werden uns zweifellos auch noch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich auf weiteren DHDs beschäftigen, da kann man davon ausgehen. Ja, wir kommen zu unserer dritten Vortragenden. Eva Meyer hält ein Doktorat in angewandter Kognitions- und Medienpsychologie von der Universität Tübingen und ist derzeit an der Donau-Universität Krems am Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement tätig. Dort geht sie vor allem der Frage nach, wie Informationsvisualisierungen Benutzer in ihren kognitiven Prozessen unterstützen. Und sie leitet auch ein FWF-Projekt, das sich mit der Visualisierung kultureller Sammlungen in diesem Kontext auseinandersetzt. In ihrem Vortrag Digital Humanities, eine benutzerzentrierte Perspektive, wird sie also den methodischen Zugang des benutzerzentrierten Designs reflektieren. Bitte schön. Dankeschön. Wir wechseln jetzt von der rechtlichen Seite der Forschung mehr zu einer prozessorientierten, zu der Frage, wie wir sozusagen den Menschen und, wie es Professor Kohle gestern auch so schön genannt hat, den Geist in die Geisteswissen, in die digitalen Geisteswissenschaften stärker auch zurückbringen wollen, wenn wir irgendwie so eine stark technisch zentrierte Perspektive manchmal auch erleben. Dieser Vortrag ist in Kollaboration mit meinen Kollegen Günter Schreder und Florian Windhager entstanden. Für Fragen wird Florian Windhager dann auch im Anschluss bei der Diskussion gerne zur Verfügung stehen. Wenn wir uns jetzt so eine klassische Tech Cloud der Digital Humanities anschauen, dann sieht man hier, dass eigentlich die Geisteswissenschaften und die Informatik oft gleich aufstehen, und auch in den Projekten erlebt man immer wieder, dass hier Fachfremde aus der Informatik mit Geisteswissenschaftlern zusammentreffen und oft auch die Geisteswissenschaften als interessantes neues Feld für die Informatik entdeckt werden. Und es stellt sich hier die Frage, wie man die Kooperation zwischen Informatik und Geisteswissenschaften am besten anlegen kann und wie man hier ein gemeinsames Produkt entwickeln kann. Siemens hat hier ganz präzise diese Frage aufgeworfen: What happens with the core and key elements of the humanities in the digital humanities in such situations? Das heißt, wir müssen uns hier einfach die Frage stellen, wie können wir dieses zentrale Element des geisteswissenschaftlichen Explorierens und Elaborierens in solchen Tools sicherstellen? Wie können wir sicherstellen, dass neue Technologien auch wirklich in den geisteswissenschaftlichen Prozessen unterstützen können? Das ist natürlich gerade für mich, die ich jetzt nicht aus den Geisteswissenschaften komme, eine sehr spannende Frage, weil ich natürlich hier in dem Projekt in der Digital Humanities schon immer wieder konfrontiert werde mit einem ganz anderen Denken, als ich es jetzt von den Naturwissenschaften von meinem Hintergrund her auch gewöhnt bin. Wir verwenden dafür den Ansatz des benutzerzentrierten Designs. Es gibt hier vier Schlüsselprinzipien, die Maguire definiert hat. Eines davon ist das aktive Miteinbeziehen der Benutzerinnen. Und mit Benutzerinnen ist hier jetzt wirklich auch die Frage gestellt, wie man das definiert. Welche Personen sind jetzt involviert in so einem Projekt? Wer ist relevant? Sind es jetzt nur die Geisteswissenschaftler und die Informatiker, oder muss man nicht hier auch Benutzer oft ein bisschen breiter sehen? Man braucht also hier ein ganz klares Verständnis für die Zielgruppe, für die Bedürfnisse, für die Prozesse, die hier ablaufen und die hier mit technischen Mitteln unterstützt werden sollen.
Als zweites Schlüsselprinzip nennt er eine geeignete Aufteilung der Funktionen und Prozesse zwischen Benutzer und System. Das heißt, hier geht es immer darum, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir in den Geisteswissenschaftler sehr, sehr stark sehr Benutzer haben, die sehr stark auch elaborieren wollen, die selber diesen Prozess der Datenexploration antreiben wollen. Aber wir haben auch Systeme, die sehr mächtig sind, die hier auch sehr gut unterstützen können. Und hier eine gute Aufteilung zu finden, was übergebe ich dem System, wie transparent mache ich das, was das System hier, die Technologie mit den Daten auch macht, damit einfach diese geisteswissenschaftlichen Prozesse ausreichend unterstützt werden können. Ein drittes Schlüsselprinzip ist hier eine iterative Entwicklung und Testung der Technologie. Das heißt, ich starte hier in benutzerzentrierten Prozessen sehr früh, damit Benutzer einzubeziehen, noch bevor ich eigentlich auf diese Technologie anfange zu entwickeln, habe ich die ersten Auseinandersetzungen mit den Benutzern. Ich schaue hier oft mit noch Papierprototypen, mit Wireframes, wie die Benutzer damit umgehen können, was für Vorstellungen und Ideen die ersten Prototypen bei ihnen auch aufwerfen, und ich gehe dann erst später in die Entwicklung hinein und werde das wiederholt wieder meinen Benutzern auch zur Testung vorlegen. Und ganz zentral auch im benutzerzentrierten Design ist die Zusammenarbeit in einem inter- bzw. auch transdisziplinären Team. Eine interessante Frage, die sich in der Literaturrecherche für dieses Paper aufgetan hat, war die Frage, ob Geisteswissenschaftler überhaupt ihre Bedürfnisse formulieren können. Das ist so ein Punkt, der ganz interessant ist. Im userzentrierten Design gibt es so einige neue Ansätze, die sagen, wir fragen zuerst gar nicht unsere Benutzer, weil die können nicht sagen eigentlich, was ihre Bedürfnisse sind. Das können sie gar nicht artikulieren. Und es gibt hier tatsächlich auch eine Studie, die sich das angeschaut hat für die Geisteswissenschaftler. Können sie ihre Bedürfnisse eigentlich formulieren? Die Antwort darauf ist ja. Geisteswissenschaftler sind sich sehr bewusst dessen, was sie denn auch haben wollen. Aber nicht immer sind die Bedürfnisse relevant für das technologische Ziel. Das heißt, natürlich haben die Computerwissenschaftler immer andere Ideen, was sie eigentlich entwickeln wollen, als die Geisteswissenschaftler. Und man sieht hier schon, es kommen unterschiedliche Erwartungen. Das zweite aber ist, dass oft dann diese Vorstellungskraft fehlt, was man mit Technologien eigentlich über den aktuellen Prozess auch hinaus machen kann. Das heißt, hier diese Ideen zu entwickeln, wo gehe ich aufgrund dieser Technologien auch über mein aktuelles Forschen hinaus und wie kann ich sozusagen in neue methodische Bereiche vortreten durch den Einsatz von neuen Technologien. Das ist ein Schritt, der alleine nicht funktioniert, wo es andere Methoden auch braucht. Es gibt hier natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man Benutzer darüber hinaus oder stattdessen einbeziehen kann. Das heißt, man kann auch einfach wirklich Beobachtungen im Forschungsprozess durchführen. Man kann mit den Literaturstudien relativ gut sich auch ein Gefühl für die Benutzer bekommen. Aber viel interessanter sind natürlich diese neuen Formen der Kollaboration. Dass man hier wirklich in Design Sprints hineingeht, in Hackathons mit Geisteswissenschaftlern und Computerwissenschaftlern. Sie sehen hier zum Beispiel ein Bild vom Kulturhackathon in St. Pölten. Im Spiegel im Hintergrund unseren Informatiker von unserem Projekt Saminus Aliso. Das heißt, hier einfach diese Kollaboration und dieses gemeinsame Entwickeln eines neuen Projekts und einer neuen Idee, das führt wirklich auch zu technologischen Innovationen. Das kann wirklich auch zu einem ganz neuen Ansatz und einem neuen Verständnis füreinander führen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch transdisziplinäre Projekte zu nennen, denn transdisziplinäre Projekte gehen einen anderen Weg als die klassischen Projekte, die wir sonst so kennen. Im transdisziplinären Bereich hat man nämlich dieses Prinzip der Dual Leadership. Das heißt, hier ist es nicht so, dass man einen Projektleiter aus der Informatik oder einen Projektleiter aus der Geisteswissenschaft hat, sondern es sind beide vorhanden. Und beide Projektleiter haben eine geteilte Verantwortung und sind dafür auch zuständig, hier in Verhandlungen miteinander zu treten und gemeinsam dieses Projekt zu steuern und gemeinsam das Beste herauszuholen. Das ist ein Ansatz, glaube ich, der für die digitalen Geisteswissenschaften sehr interessant sein kann, um wirklich
nicht die Informatik zum Dienstleister der Geisteswissenschaften werden zu lassen oder die Geisteswissenschaften zu einem neuen Anwendungsfeld für die Informatik. Also ich glaube, hier braucht es wirklich diese Kollaboration und neue Formen der Kollaboration, auf die man sich hier einlassen muss. Ziele eines benutzerzentrierten Designprozesses sind hier natürlich, diesen Wissensaustausch zu fördern, das heißt, dass man hier wirklich diese unterschiedlichen Wissenschaftskulturen auch wahrnimmt und hier ein Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen aufbaut, um das Beste wirklich aus beiden Welten herauszuholen. Dass man die Terminologien austauscht, die Wege des Erkenntnisgewinns auch der anderen versteht und wirklich hier gemeinsam etwas Neues schaffen kann. Es braucht einen aktiven und strukturierten Dialog zwischen Computer- und Geisteswissenschaftlerinnen, um hier wirklich diesen Wissensaustausch zustande zu bringen. Und man muss die Herausforderungen auch entsprechend arbeitsteilig lösen. Das heißt, hier alle mit einbeziehen, wenn man vor neuen Herausforderungen steht. Interessant ist es auch, wenn man diesen Prozess durch Personen mediieren kann, die in beiden Kulturen sozialisiert und auch entsprechend fachsprachlich versiert sind, weil gerade dann auch es diesen Prozess, dass man eben sozusagen einen Vermittler zwischen diesen zwei Welten auch ganz gut hat. Das ist natürlich genau die Idee der Ausbildungskurse zu den Digital Humanities, die es ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr gibt, und diese können eine ganz gute Brücke bilden zwischen den klassischen Geisteswissenschaftlern, die halt noch nicht in dieser digitalen Welt wirklich zu Hause sind, und auf der anderen Seite den Computerwissenschaftlern, die halt dieses Denken der Geisteswissenschaften oft nicht so leicht verstehen können. Wie man so einen benutzerzentrierten Designprozess gestaltet, das kommt natürlich dann von Projekt zu Projekt an. Also es gibt diese Grundidee, das hier ist zum Beispiel ein Projekt, in dem wir nicht aus den digitalen Geisteswissenschaften, muss ich dazu sagen, aber wirklich sozusagen ganz, ganz viel an Methoden hineingeworfen haben, und in diesem Ausmaß ist das meistens auch nicht handelbar in einem klassischen Projekt, aber wir haben wirklich uns ganz genau diesen Kontext angeschaut, in dem wir auf einer Seite Literatur gehabt haben, aber auch Beobachtungen, Fokusgruppen, Interviews. Also wir haben wirklich ganz, ganz in die Tiefe bei den Umfeldanalysen zunächst mal geschaut, um darauf aufbauend dann sehr genau unsere Requirements zu definieren, und sind dann in einen iterativen Designprozess gegangen. Also das war ein sehr intensiver Prozess für uns und war aber sehr spannend, wie wir da mit unterschiedlichsten Methoden diesen Prozess gestaltet haben. Ich möchte Ihnen aber jetzt auch noch eine Fallstudie aus den Digital Humanities zeigen, aus dem FWF-Projekt, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Einer der Reviewer von unserem Paper hat gemeint, naja, es ist kein klassisches Digital Humanities-Projekt, denn es geht in unserem Projekt jetzt nicht um Geisteswissenschaftler als Benutzer, sondern es geht tatsächlich um Casual Users, nennen wir es in der Informationsvisualisierung. Das heißt wirklich um die breite Öffentlichkeit. Und hier ist auch in dem Paper von Siemens ein ganz interessantes Zitat, der sagt, eigentlich ist dieser Schritt nochmal einen Schritt weiter und hilft uns vielleicht auch, unsere Methoden in den Geisteswissenschaften nochmal besser zu verstehen und weiterzuentwickeln, wenn wir hinausgehen und das Ganze tatsächlich an die Öffentlichkeit bringen und unsere Zielgruppe hierhin auch nochmal erweitern. Das heißt, wir haben hier eine Fallstudie, in der es darum geht, wie wir kulturelle Sammlungen für Laien visualisieren können. Das Projekt heißt Polycube. Wenn wir jetzt über kulturelle Sammlungen reden, die klassische Form, wie man solche kulturellen Sammlungen kennt, ist in Museen. Das heißt, Sie gehen in ein Museum, haben dort eine Vitrine, wo sich ein Kurator sehr genau überlegt hat, wie er die einzelnen Exponate dort anordnen kann. In dem Moment, wo das Ganze digitalisiert wird, haben Sie dann oft die klassische Suchleiste, wie sie hier bei Europäern zu finden ist. Und das Ergebnis von diesen Suchleisten sind dann meistens wunderschöne Listen à la Google, nur dass sie im Gegensatz zu Google kaum irgendeine Form von Sortierung aufweisen und uns nicht wirklich die relevantesten Ergebnisse zu Beginn zeigen, denn als Kulturwissenschaftler würde man sagen, diese Ergebnisse sind alle relevant, und es kommt halt dann auf die entsprechende Fragestellung drauf an, welche von diesen Ergebnissen für den eigentlichen Benutzer interessant sein können. Das Problem für unsere Öffentlichkeit und für die Bevölkerung, die jetzt als Laie
in so ein System hineingeht, ist, dass die keine Idee haben, mit welchen Suchbegriffen sie an so eine Suche herangehen sollen. Das heißt, sie kennen weder die Struktur der Daten, noch wissen sie, wie sie danach suchen und filtern können. Denn auch diese Filtermöglichkeiten hier auf der Seite helfen relativ wenig den Laien in der Exploration dieser Datenbanken. Und hier gibt es neuere Ansätze, die sagen, es gibt sogenannte Generous Interfaces. Das ist denjenigen von Ihnen, die gestern in der Visualisierungssession waren, vielleicht schon untergekommen. Die wollen wirklich diese Komplexität von solchen Sammlungen den Benutzern darstellen und auch unterschiedliche Zugänge und Einblicke in die Struktur und die Inhalte dieser Sammlungen ermöglichen. Ein Beispiel ist hier von Whitelaw, der hier eine Sammlung in ganz verschiedenen Visualisierungen darstellt und dazu auch unterschiedliche Perspektiven auf diese Sammlung ermöglicht. Sei es nach Zeit sortiert, sei es nach Künstlern sortiert. Also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten des Blicks auf diese Sammlungen, aber auch unterschiedliche Distanzen, die man zu dieser Sammlung einnehmen kann. Direkt das Bild zu betrachten, aber auch Möglichkeiten auf den Überblick zu gehen stärker. In unserem Projekt geht es jetzt genauer um diese Frage, wie wir Informationsvisualisierungen nutzen können, um den Laien ein Verständnis von vor allem diesen verschiedenen Dimensionen in Objektdatenbanken zu vermitteln. Und wir reden hier vom Aufbau eines integrierten mentalen Modells. Das heißt wirklich diese mentale Repräsentation der Sammlung, das ist das, was uns interessiert. Wir haben zu diesem Zweck uns verschiedene Visualisierungen angeschaut, die es so gibt für kulturelle Sammlungen. Sie sehen hier nur einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, wir haben hier einen Review durchgeführt von 48 Publikationen zu visuellen Sammlungsinterfaces. Und ich habe mir jetzt aus diesem Review genauer angeschaut, was für Methoden hinsichtlich der Zielgruppe wurden hier angewendet. Was sehr spannend ist, 6 von diesen Interfaces haben gar keine Zielgruppe erwähnt. Also das ist irgendwie ganz spannend, man kann auch Interfaces entwickeln, ohne sich zu überlegen, für wen man das eigentlich macht. Oder es wurde auch einfach nicht berichtet, das kann auch sein, aber es ist trotzdem ein interessanter Aspekt. In 17 wurde zwar die Zielgruppe definiert, aber in keinster Weise mit einbezogen. 5 weitere erwähnen immerhin, dass es irgendwelche Art von User-Studien gab, aber keine Ahnung in welcher Form. Und wirklich Ergebnisse berichtet haben weniger als die Hälfte, 20 haben ihre User-Studien berichtet, aber die haben wirklich auch eine Spannweite von 1 bis 2 Test-Usern bis zu wirklich große experimentelle Untersuchungen, auch tatsächlich vor Ort in Museen mit bis zu 200 Benutzern. Also es gibt hier wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite in diesen Methoden, die angewandt worden sind. Wir haben die dann ein bisschen mehr nochmal systematisiert und haben uns hier angeschaut, was wurde dann hier so angeschaut. Also wir haben auf der einen Seite Interviews, die durchgeführt worden sind mit Geisteswissenschaftlern, aber auch mit Computerwissenschaftlern. Es gab hier in der iterativen Entwicklung immer wieder auch so Design Sprints, Usability-Tests, Fokusgruppen. Also man sieht hier, es gab eine ganz große Vielfalt von Methoden, die angewandt worden sind. In unserem Projekt kooperieren wir mit dem Center for Visual Analytics, Science and Technology von der Technischen Universität in Wien. Und hier haben wir auf der einen Seite in der Konzeptentwicklung verschiedene Interviews, die wir mit Experten und Institutionen geführt haben, also unter anderem die Europeana, aber auch verschiedene Museen in Österreich. Und wir haben hier verschiedene Phasen im User-Testing, aber auch in der Informationsvisualisierungsmethoden, die wir hier entwickelt haben, wo wir in verschiedenen Stufen diese auch testen wollen. Wir haben uns für die Benutzer, eben gerade weil wir sagen, es ist die breite Öffentlichkeit, für einen Literaturzugang entschieden, haben hier einfach mal eine Literaturanalyse gemacht, was benötigen diese Benutzer, was sind so ihre Erwartungen, ihre Ziele, ihr klassisches Verhalten und haben auf dem Aufbauen dann einen Prototypen entwickelt. Wenn noch Zeit bleibt, kann ich den dann auch nachher noch kurz live zeigen. Das ist jetzt sozusagen der Prototyp für die Exploration von so einer, im Moment ist es jetzt hier eine Fotografiesammlung, der hier unten die räumliche Verteilung der Exponate zeigt und hier deren Entwicklung über die Zeit. Das heißt, man sieht hier ganz schön sozusagen, wo zu bestimmten Zeiten dieser Künstler Fotos geschossen hat und
woher sie stammen sozusagen. Also das ist so diese Idee. In dem Ganzen integriert sieht man hier oben verschiedene Formen der raumzeitlichen Integration. Also wir haben hier verschiedene Blickwinkel, die wir auf diese Sammlung ermöglichen und auf die räumliche und zeitliche Verteilung. Und momentan führen wir gerade verschiedene User-Studien durch, wo wir tatsächlich verschiedene raumzeitliche Visualisierungen miteinander vergleichen und hier die Leute mal frei diese Visualisierungen explorieren lassen und auch bestimmte Aufgaben lösen lassen, um zu sehen, wo die Vorteile und die Nachteile dieser verschiedenen Visualisierungen auch liegen und wo man dann auch in der Entwicklung, in der weiteren besser voranschreiten kann. Das heißt, das ist unser aktueller Status. Wir verwenden hier verschiedene Techniken, mit denen wir versuchen, diese mentalen Modelle der Benutzer besser zu verstehen. Und damit möchte ich auch schon zum Ende kommen, von der Zusammenfassung her. Wir glauben, dass so ein inter- und transdisziplinärer Dialog im Rahmen des benutzerzentrierten Designs wirklich helfen kann, auf der einen Seite ein besseres Verständnis gegenseitig aufzubauen und dadurch auch bessere Tools, bessere Technologien zu entwickeln, die besser die Bedürfnisse dieser Zielgruppen auch abdecken. Ich möchte ganz am Ende noch kurz auf einen Ausblick geben von Uta Hinrichs, die bei dem Workshop on Visualization for the Digital Humanities letztes Jahr gemeint hat, risk the drift. Das heißt, man soll es wirklich weggehen von den gewohnten Kollaborationsmustern und wirklich also mal ausprobieren, sich auf diesen engeren Dialog zwischen Geisteswissenschaften und Computerwissenschaftlern einlassen und diesen Balanceakt, nennt sie es auch, zu gehen. Man soll diese Unterschiede wertschätzen lernen und eine gemeinsame Wissens- und Kommunikationsbasis entwickeln und dann auch diese Arbeitsprozesse entsprechend verhandeln und evaluieren. Und sie sagt, das Ergebnis von so einem Prozess sind dann wirklich eine veränderte Forschungsfrage und veränderte Ziele im Vergleich zu den klassischen Kollaborationsprozessen. Aber die Ergebnisse sind auch aufmerksamer hinsichtlich wirklich der Bedürfnisse der Geisteswissenschaften und innovativer. Und es ist ein besseres Engagement auch zu beobachten von beiden Seiten in diesem Projekt. Und die Kommunikations- und Arbeitsprozesse sind auch entsprechend anders und enger und verknüpfter. In diesem Sinne möchte ich Sie auffordern, auch gerne mal diesen Drift zu riskieren. Es ist wirklich ganz spannend, in diese Prozesse hineinzugehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf noch ganz kurz. Ja, herzlichen Dank für den dritten Beitrag. Wir haben auch diesmal wieder 2 bis 3 Fragen, also bitte ich um klare Handzeichen. Jawohl, da hinten. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe keine Frage mehr, eine Bemerkung. Und zwar auf einer frühen Folie haben Sie das auch in der Zusammenfassung nochmal angesprochen, die Zusammenarbeit zwischen Diätschlern und Geisteswissenschaftlern und den Dialog eigentlich empfohlen. Und Sie hatten auf einer frühen Folie den Hinweis, dass also auch der Diätschler weitere Anwendungsgebiete für die erhobenen Daten empfehlen könne, dem Geisteswissenschaftler. Das ist, glaube ich, der natürliche Weg, so macht man das. Und, glaube ich, aus der Perspektive des Fachwissenschaftlers fürchte ich, kann der Schritt schon als übergriffig gewertet werden, in dem Sinne von, wer will mir denn hier zeigen und erklären, wie ich meine Forschung voranzubringen habe. Und in der Weise muss man, glaube ich, sich klar machen, dass diese Kollaboration nie herrschaftsfrei ist, dass gerade die Geisteswissenschaftler sehr, je nachdem, wie sie getaktet sind, das als Machtfrage missverstehen. Und natürlich ist das jetzt eine negative oder potenziell negative Sichtweise, aber ich finde, man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass diese Ansätze oftmals also in diese schiefe Ebene rücken und dass man sozusagen nicht unbedingt immer eine Dankbarkeit erwarten kann für solche Initiativen. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg, wie Sie ihn beschrieben haben. Die Sache kann aber, wie gesagt, unangenehm werden. Und ein Indiz ist übrigens auch das, was ich kann den Bogen schlagen zu dem, was Frau Möller eingangs formuliert hat, bei den Autorengruppierungen. Nicht zuletzt gibt es immer noch auch da eine Hierarchie. Es gibt einen Hauptautor, der auch diese Verantwortlichkeit reklamiert. Diese Position würde doch meistens der
Fach der Geisteswissenschaftler für sich reklamieren und damit immer sagen, das Forschungsdesign bestimme ich hier. Alle anderen Sachen höre ich mir mal gerne an, aber ob ich darauf eingehe, das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wir haben einfach ein natürliches Spannungsverhältnis in dem Bereich. Wie gesagt, ich glaube, wie Sie es beschrieben haben, muss man es tun, aber es kann mal schwierig werden. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwer ist und dass es natürlich einfach eine Gefahr ist. Unser Ansatz bezüglich Publikationen ist hier wirklich der zu sagen, der von dem sozusagen der Hauptinput kommt, ist auch der Hauptautor. Das heißt, wenn es eine technische Publikation ist, dann wird sie auch entsprechend mit der Lead beim technischen Partner liegen. Wenn es eine inhaltliche Publikation über den geisteswissenschaftlichen Prozess ist, liegt der Lead dann natürlich entsprechend beim Geisteswissenschaftler. Aber vielleicht auch dazu, weil wir halt auch irgendwie so ein bisschen naturwissenschaftlich sind, wir gehen schon auch davon aus, dass wir sagen, nur die wirklich etwas beitragen zu dem eigentlichen Paper, dürfen dann auch mit draufstehen. Die anderen stehen dann in den Acknowledgements oder ähnliches. Also das ist sozusagen unser Ansatz, der auch von vielen Journals ja mittlerweile entsprechend propagiert und verlangt wird. Aber es stimmt natürlich. Also es ist ein bisschen so dieses Risiko, dass man hat, dass man zum Dienstleister wird. Und ich glaube eben, dass auf Augenhöhe einander begegnen, das ist ganz wichtig. Und auch nur dann kann so ein benutzerzentrierter Prozess, glaube ich, funktionieren wirklich gut. Ich wollte ein ganz anderes Thema jetzt ansprechen. Und Sie haben ja die Europeaner gezeigt und darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten bei der Benutzung auftreten. Für mich ist immer gar nicht das Problem, dass ich das irgendwie visualisiert bräuchte, sondern ich finde da einfach nicht meine Items, die ich bräuchte. Und das ist immer so die Frage der Metadaten, die dahinter stecken, die natürlich relativ allgemein häufig sind. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass wir alle eigentlich sehr spezifische Arbeitsfelder haben und es immer wieder schwierig ist, dann eine Idee zu entwickeln, was verwendet jetzt sozusagen dieser Metadatenkatalog eigentlich für allgemeinere Begriffe. Und diese Treffquote sozusagen herzustellen, das fände ich eben eine wichtige Aufgabe, also eigentlich einen Überblick immer verschaffen, was für Items stecken jetzt da drin. Und das bieten viele Datenbanken nicht und da hilft, glaube ich, gar nicht so sehr die Visualisierung, sondern eigentlich ganz schlicht ein Katalog der Begriffe, über die ich dann sozusagen da vielleicht ein bisschen systematisierter einen Zugriff erhalte. Also wir haben da auch sehr viele Phasen in diesem Projekt gehabt, wo wir uns mit dem Datenmodell beschäftigt haben und auch irgendwie so mit der Qualität der Daten, die da drinnen stecken. Also das ist natürlich auch irgendwie so das Datenmodell in der Theorie und in der Praxis, ne? Wenn jemand sich das Europeaner Data Model angeschaut hat, schon im Detail, das ist ja irgendwie ein 20-seitiges Dokument. Und wenn man sich dann in Realität die Daten anschaut, dann sieht man, dass eigentlich von diesem Datenmodell halt wirklich nur sehr wenig genutzt wird. Das heißt, die Metadatenstruktur wäre sehr elaboriert, aber sie ist halt einfach nicht. Und hier können schon Visualisierungen auch helfen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich in dieser Datenbank vorhanden ist, in den einzelnen Daten der Meta, in den einzelnen Metadatenbereichen, um so zu sehen, was sind relevante Schlagworte und Metadaten hier in dieser Datenbank und dann einfach da hineinzutauchen. Also das ist mit dieser Möglichkeit der interaktiven Visualisierungen schon sehr, sehr spannend. In dem Bereich sind wir jetzt noch nicht, wir sind hier wirklich noch dabei, so diese raumzeitlichen Visualisierungen uns anzuschauen, aber wir wollen hier auch noch einen Schritt weiter gehen und auch andere Visualisierungsmöglichkeiten uns im nächsten Projekt ja genauer anschauen. Ja, was auch sehr wichtig ist, dass man auf Fachkongresse von der Geisteswissenschaft geht. Da kann man wirklich lustige Dinge erleben. Ich wurde schon mal als Leichenflatterer bezeichnet, weil wir versuchen seit 7 Jahren den Nachlass von Ludwig Wittgenstein mit einer Suchmaschine zu bearbeiten und sind dann auch sofort in verschiedene Lager eingeteilt worden. Die einen, die Metadaten so interpretieren bzw. so einbringen und die anderen so einbringen, wo dann plötzlich auch Urheberproblematiken aufgetaucht sind, wo man bestimmte Daten gar nicht rankommt, wo man dann an der Oberfläche so tut als Informatiker, ja, jetzt hätte man den ganzen Nachlass, aber im Hintergrund steckt eine ganz lange Tradition von Kämpfen, was überhaupt veröffentlicht werden kann und darf. Und man kann eigentlich in so einem Fall die Fachwissenschaftler kaum befriedigen, weil die kämpfen immer noch gegeneinander und die Daten, die man dann Open Source zur Verfügung bekommt, ist nur ein Bruchteil von dem, das dann einem Touristen oder einem Anwender von diesem Tool zeigt oder vorgaukelt, das wäre der Nachlass. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, dass man in einen laufenden Prozess der Geisteswissenschaft eintaucht oder hier der Philosophen und dann als Informatiker so tut, als hätte man jetzt hier eine tolle Oberfläche und würde alles durchsuchen. Das möchte ich auch hinweisen. Gut.
Gut. Ich würde vorschlagen, dass sozusagen Ihre zweifellos noch bestehenden Fragen bei allen drei Vortragenden in der Kaffeepause weiter erörtern. Bedanke mich nochmal herzlich bei unseren Vortragenden für ein belebtes Panel und bei Ihnen im Publikum für Ihre Interaktion und wünsche noch einen weiterhin schönen Tag. Dankeschön und herzlichen Dank noch einmal.